Hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paterfolgsingscoach, Psychologe und hoffe, wir sehen uns in Karlsruhe und in Frankfurt. Mein neues Buch ist draußen, zu Mann V, Polarität, mein polarisierendstes Buch. Ich merke das schon an den Kommentaren unter den Videos. Weiß auch nicht, irgendwie ist das, glaube ich, für viele so schwer zu verstehen, dass Polarität wirkt, auch wenn man nicht darauf nicht festgelegt ist. So, ne? Das verstehen immer viele nicht, dass man... Ja, dann was weiß ich, dann sage ich so, ja, beim Dating hilft dir es halt, die Polarität so und so. Und dann, ja, aber wir leben ja nicht mehr im Jahr so und so, so und so. Ja, aber trotzdem haben wir immer noch die gleichen Sexualstrategien. Und jeder ist ja frei, sich anders zu verhalten. Ne? Jetzt wollte ich nochmal vorab sagen, also wenn du als Frau lieber aus einer Energie leben möchtest, die ich so Young-Energie nennen würde, einfach weil du Bock drauf hast und weil du... Weil dich das interessiert, dann mach es doch, ne? Also, wir sind völlig freie Menschen. Man muss halt, das verstehen immer viele nicht, müssen halt die Konsequenzen tragen davon, von unserem Verhalten, ne? Also, mehr ist es nicht, ne? Wenn, oder als Mann, wenn ich aus so einer Yin-Energie durchs Leben gehen möchte, wird mich niemand von abhalten. Ich mache mir das Dating vielleicht sehr schwer damit, ne? Also, ich werde weiter sagen, wie die Sachen sind und wer da sich daran reibt, der soll sich daran reiben, ich kann es auch nicht ändern. Und da haben wir mal wieder eine kurze Frage, aber wie gesagt, wenn ihr das Konzept verstehen wollt, guckt mal ins Buch rein, ich habe es jetzt wirklich mal ausführlich ein ganzes Buch drüber geschrieben, dass man es wirklich versteht. Ich habe nochmal einen Kurs, gibt es dazu, zum Frühbucherpreis, einen Online-Kurs zum ganzen Polaritätsthema, packe ich unter das Video. Und ja, das ist noch Frühbucherpreis bis Ende Oktober, ich weiß noch nicht ganz genau, wie lang. So, und heute mal wieder eine polare Frage. Hallo Christian, ich folge dir auf YouTube mit den entsprechenden Videos, habe auch schon einen Kurs gebucht. Jetzt möchte ich eine Situation vorstellen zum Thema, der Mann ist der Aktivere im Datingverhalten. Wenn die Initiative von der Frau ausgeht, wird es nichts. So, jedenfalls habe ich es bisher verstanden. Bitte um Korrektur, falls ich jetzt falsch interpretiert habe. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das immer nichts wird. Es ist halt so eine gewisse Gefahr, dass wenn die Frau immer die ganzen Schritte macht, dass sie Männer anzieht, die entweder nicht richtig verliebt sind oder bindungsängstlich sind oder nicht in ihrer Polarität sind. Ne? Also dass das jetzt nie gut geht, kann ich nicht sagen. So, aber das ist halt die Gefahr. Ne? Es gab mehrere Treffen mit Männern, wonach erstmal kein Kontakt von ihm kam. Ich habe mich nicht gemeldet, erst nach circa 4 Wochen. Worauf ich antwortete, was, nach 4 Wochen meldest du dich? Völlig korrekt. Meines Erachtens ist Desinteresse nicht besser zu beschreiben. Absolut. Und jetzt war seine Liste gerade leer, das schwarze Notizbuch, alles abgehakt. Und jetzt auf Platz 22 kommst du. Ja, genau so ist es. Ne? Und er dann antwortete, du hättest dich ja auch melden können. Ja, ist, sag ich mal, so theoretisch richtig. Ja, klar. Staunen auf meiner Seite, ich habe diesen und weitere in meinem Bekanntenkreis erzählt und es kam überwiegend die Meinung, ja, warum nicht, Frau kann sich auch melden. Wir leben im 21. Jahrhundert, ist doch total normal. Ja, dieses mit dem 21. Jahrhundert ist zwar richtig, aber wir können halt unsere Sexualstrategien, die seit Jahrzehntausenden funktionieren, wenn wir nicht auch im Jahr 2021 oder 22 oder 23 oder 21. Jahrhundert oder 22, die werden wir nicht abstellen können, so, ne? Das sind natürlich jetzt Detailfragen und wenn du jetzt komplett begeistert gewesen wärst, hättest du dich auch melden können, aber meiner Ansicht nach machen die meisten Frauen das, dass sie warten, ob der Mann sich meldet, so, ne? Zumindest die ersten 2, 3 Dates und dann ist häufig so ein, wenn das Dating-Prozess gut läuft, dass ganz viel von der Frau ausgeht auch so, ne? Aber nicht unbedingt am Anfang. Also schon, das, was auch mal viele nicht verstehen, es ist schon völlig in Ordnung, dass das ist weibliche Polarität, dass ganz viel von der Frau ausgeht, ne? Ich will dich sehen und hä, und lass uns die Beziehung vorantreiben. Ist auch besser, wenn das viel von der Frau kommt, weil die Frau sich eher langsamer verliebt in der Regel. Aber das, was du hier sagst, ist, machen die allermeisten, machen das so, dass sie auf die ersten Dates gucken, ob der Mann überhaupt Interesse hat, so, ne? Und der Mann soll ja auch die ersten Schritte so machen, ne? Das ist, vielleicht musst du dich noch nicht mal ansprechen, vielleicht hattet ihr ein Online-Date und du willst halt gucken, kommt da was von dem Mann, so, ne? Und ich finde das völlig richtig und ja, also wer meint, der es anders machen will und
soll's machen. Macht eure Erfahrungen damit, guckt, was besser funktioniert. Also ich kann euch nur erraten, ob das jetzt mein Dating-Kurs ist, ob es mein Liebeskummer-Kurs ist. Wenn ihr meint, ihr wisst besser, wie es geht, macht es und guckt, ob die Ergebnisse wirklich besser sind als mit meinem Material. Also probiert es wirklich aus. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also alles, was ich lehre, habe ich selber erlebt, habe ich mir selber erarbeitet, habe selber die gleichen Fehler gemacht und bin auch nicht als Einziger jetzt zu dem gekommen, was ich jetzt hier habe. Und wenn ihr meint, sag ich jetzt nicht zu dir speziell, ja, ist mir alles wurscht egal, wir sind jetzt im Woken 2023 und wir machen jetzt alles anders als vorher und ist so alles easy. Und ihr die Ergebnisse habt, dann ist doch super, ne? Und wenn ihr die Ergebnisse nicht habt, dann überlegt vielleicht nochmal, ob das wirklich alles so ist, ne? Ich sag immer, ich erzähle euch jetzt nicht irgendwas, sondern wirklich, guckt selber, ob es funktioniert. Guckt selber, ob es funktioniert, ne? Ich kann sagen, dass ich mit meinem Dating-Material mein Dating-Game verzehnfacht habe. So wirklich, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde mich immer, klar, wenn die Frau sich jetzt als erstes meldet, hätte ich da auch überhaupt kein Problem, ist alles, also würde mich jetzt in keinster Weise abtören oder so, wenn ich sowieso Interesse hätte, würde ich mich auch drüber freuen. Deswegen ist es jetzt nicht direkt falsch oder so, aber die meisten Frauen machen das und ich würde als Mann auch nichts anderes erwarten und würde mich natürlich, wenn ich das Date super fand, natürlich melden. So, ne, ist doch klar, ne. Und ich würde aber auch nicht diskutieren, also wenn er jetzt sagt, warum meldest du dich nicht? Ja, weil kannst du sagen, weil ich die Frau bin, ne? Kannst du gern machen, ne? Vorsicht natürlich bei queeren Paaren, das sieht man ja bei der Princess Charming sehr gut, dass sie meiner Ansicht nach textbookmäßig aus der femininen Polarität datet und da muss man halt so ein bisschen überlegen, wo stehen wir jetzt hier eigentlich? Und da kann man es vielleicht nicht so einfach sagen, warum machst du es denn nicht? Da macht es vielleicht mehr Sinn, okay, wo wir jetzt nicht genau wissen, wer welche Rollen inne hat, vielleicht melde ich mich lieber. So, ne? Kann man natürlich machen. Aber, also was schon viele Frauen machen ist, wenn sie ein Date super fanden, dass sie schreiben, ja, ich bin gut zu Hause, hoffe, du bist auch gut nach Hause gekommen, war ein schöner Abend, aber ich, also das machen schon viele, aber nicht nach dem zweiten Date fragen. Das sollte eigentlich der Mann machen. Für die ersten Dates zumindest, ne? Ja, ansonsten kann ich weiß, ich wiederhole mich hier wie so ein Papagei, aber guckt doch wirklich mal in die Kurse, auch wenn ihr die Videos sind Anwendungsbeispiele, wenn ihr hier was nicht versteht und anstatt jetzt 10 Kommentare zu schreiben, ich verstehe es nicht, buch doch einfach den Kurs, ne? Wisst ihr, ich kaufe doch mal 10 Pizzas weniger. Oder 5 Pizzas, kauft den Kurs, alles genau erklärt und probiert es einfach mal aus. In diesem Sinne, lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.